Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle und Cops. Ja, die Tellern immer noch. Ja, leider. Das wird eine Woche, dass das Tellers werden. Nächste Woche, ja. Schlafen und dann die Aussaat. Vielleicht flügen. Muss ich, wie gesagt, nach einer Woche nochmal schauen. Bevor ich Lust habe, ne? Oder ob ich mal einmal flügen lasse mit KI. Ja. Schwierig. mit Kommentaren reinschreiben und wünschen, was man machen könnte, ne? Das ist ja schon nächste Woche. Weil die Folgen kommen ja jetzt am dann ist spät. Das Samstagfolge, nee, Quatsch, die Donnerstagfolge und aufnehmen tue ich ja nächste Woche schon wieder Montag für die Woche darauf. Also das ist dann schon zu spät zum Sagen, mach mal bitte mit KI flügen. Aber wenn jemand mal ein KI sehen möchte, die nächste Arbeit steht an seine Herr Gruppe mit Aussaat. Ja, wer das möchte, gerne sehen möchte, würde ich gerne dann. Ich würde es auch machen, auch so, aber wie gesagt, dann würde ich es auch entsprechend auf Empfehlungen dann auch tun. Ne? Beim Flügen muss ich sehen, das große Feld, was mir das kosten würde. Flug ausleihen, flügen dort wie gesagt lange, das ist ja das Ganze. Jetzt haben wir mit Gruppen knappe 1,5 Stunden mit so einem Hinfahren zum Händler und sind jetzt auf dem zweiten Feld. Da müsst ihr alle mal die Zeiten sich merken, also, um das einschätzen zu können, wegen Ausleihen flügen, weil flügen ist ja ein bisschen schmaler. 3,30 Meter, ja, braucht länger. Doppelte Zeit, schätze ich mal. Doppelte Zeit. Jetzt waren es ungefähr noch einmal ein Zug, ein bisschen, eine Folge noch. Dann schätze ich mal Gesamtzeit. Dann haben wir ungefähr 2 Stunden getellert, gepuppert. Das Doppelte an Zeit gegen Flügen rechnen. Also 4 Stunden und dann 5 Stunden ausleihen oder 4,5, mal sehen, wie es geht. Und dann halt auch flügen lassen, ne? Wie es gewünscht ist. Obwohl ich da jetzt nicht ganz sicher bin, ob das Sinn macht. Vom Lockern, weil wir ja im Prinzip nicht im Winter über geflügt haben, ne? Sondern erst möchte eigentlich im Herbst diese Aussaat reinbringen. Ob es hier geht, ob hier nur Sommerweizen geht oder Winterweizen, weiß ich nicht. Müsste ich schauen am Menü, was das zu kaufen geht. Oh, keine Meldung. Machen wir noch mal aus. Irgendwie Rekord geschafft. Achso, hier Anfang erhalten. Ja, so ein Dings hier für kurz wenden. Bremse auf das Teil, Lenkung raus. Dann tut man sich leichter beim Wenden. Lenkung rein. Fahren wir rückwärts. Dann kann er sich einstellen und Bau. Und wie gesagt, TT für den zweiten, für den vierten Gang. Gut. Machen wir ein Bild fürs Team, ne? Dann kann das jeder sehen, der mein Kanal oder mein als Freund ist oder zumindest wird sie ja auch gezeigt hier in den anderen Dings hier. Community, glaube ich. Ah, meine Freunde können das da sehen. Ich habe hier 2 eingetragen. Bin aber jetzt gemeldet. Bitte nicht stören, sonst würde hier die Meldung kommen. Sowieso. Beginnt gerade das Spiel sowieso, ne? Meist LS.
oft hin und wieder andere Spiele. Und das möchte ich eigentlich nicht. Nicht wegen mir, mir wäre es egal. Aber könnte ja sein, dass ist da ein Reh. Jo. Wir haben ein Reh gesehen. Naja gut. Aussteigen, das können wir nicht erlauben. Haben wir keine Zeit für. Alter, den Takt auch wieder waschen, ne? Das steht fest, ne? Lenkung? Ja. TT. Auf geht's. Machen wir die Innenansicht. Aber wie gesagt, hier kann man nicht viel sehen, ne? Also eine Anzeige. Ja, verschiedene Tasten zum Drücken, ja, aber. Aber so gesehen. Ja. Was haben wir vergessen? Runterbringen, ne? Nochmal zurück. Kuppel wollen wir auch schon mal, ne? Also Teller, ne? In dem Falle. Mal Lenkung ausmachen, dann geht das besser. Sonst springt er immer von Spur zu Spur. Meistens eine verkehrte Spur. So, runter mit dem Ding. Dann schauen wir mal, Spur kommt. Und dann gehen wir auf O-Lenkung. Also, und dann. Aber er schaltet richtig, also es ist animiert, ne? Warum geht nichts? Ja, ersten Gang. Das kann man hier nicht erkennen, außer dass rechts Knüppel geht. Na. Gut. Ja, alle Faktoren kann ich mir noch nicht leisten. 90.000. Muss man dran denken, der Winter ist lang. Einnahmen kommen jetzt immer keine. Ich habe zwar noch ein bisschen was im Lager an Getreide, an Weizen. Das wollte ich gerne im Winter verkaufen. Wenn bessere Preise sind, hoffe ich jedenfalls. Und ansonsten zum Frühling. Muss ich sehen, ob die Preise sich anpassen. Letztes Mal gewesen noch 600 auch was. Ein bisschen mehr wäre schon schlecht, ne? Brauch noch Geld. Gerade zum Anfang. Ein bisschen Reserve brauchen wir eh. Weil. Bremse, Junge, Bremse. Weil wir müssen ja Saatgut und Dünger kaufen. Also muss ja auf jeden Fall noch Geld da sein. Ne? Also für Saatgut auf jeden Fall. Wenn wir keinen Dünger haben, dann haben wir ein Problem. Eine schlechte Ernte, dann haben wir ein Jahr umsonst gespielt, mehr oder weniger. Das wollen wir ja nicht, ne? So, passt das überhaupt? Ich fahre sogar rückwärts. So, runter und TT. Ah, hier hinten am Baum. Hätten wir gemerkt, hat geklappert. Jo, Gas geben, ne? Wir was schaffen hier. Jo, nächste Woche. Mal sehen. Ob ich da noch flügen werde. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Sinn macht. Ob es überhaupt registriert wird, in Anführungszeichen. Oder ob wir da drauf verzichten und dafür die Aussaat dann machen. Also vielleicht bis Oktober schlafen. Ja. Gute 8-9 Wochen. Dann Anfang November die Aussaat machen. Im Wetter passt. Mal sehen. Ob wir das überhaupt machen können, das weiß ich gar nicht. Wegen ob wir richtige Saatgut dafür haben. Ne? So, Bremse. Gucken mal. So. Ich meine, so kann man auch spielen. Ist aber dann ein bisschen aufwendiger in der Zeit, ne? Richtige Spur kommen. Weil normalerweise ist ja so, man macht das ja nicht im Fliegen, ne? Also im Flug. Man macht es ja im Prinzip so wie hier, man steht. Oder auch nicht.
Wie gesagt, das ist im reellen Leben ein bisschen anders. Also bis ich mit der Maus gedreht habe, das dauert ja eine Weile, und im realen Leben drehst du den Kopf nach links, ne? Dann geht das. Dann hast du alles im Blick. Aber ich muss mal sehen, ob ich den anderen Dings besorge hier in den Trekking. Mal sehen. Müsste ich ja heute zumindest anschauen. Und grundsätzlich überlege ich mir so eine Sache ein bisschen länger, ob das Sinn macht. Oder die Finger fahren lassen. Ne? Ich meine, das ist schon eine feine Sache, wenn man mit Kopf das machen kann. Aber ich weiß nicht, ob das auch für hinten gehen würde, das weiß ich nicht. Ja, ich wünsche euch allen schönen Donnerstag. Donnerstag, ja. Wie gesagt, LS, ich komme da durcheinander. Ich muss hier mal irgendwann mal alles auf einen Tag legen, hat aber auch Nachteile. Im Grunde ist egal, ne? Also aktuell ist ja so, dass ich Samstag hochlade. Und wenn ich Samstag hochlade, dann habe ich aber die zwei Folgen von Thüringen und von der Marsch schon fertig. Das heißt, ich kann mir das bearbeiten auch noch am Sonntag machen. Also zumindest von Marsch, also von den Folgen 6 bis 7 bis 2. Das würde. Aus. Das macht es ein bisschen stressiger, wenn ich jetzt plötzlich am Sonntag drei Folgen für den machen würde. Also ich könnte trotzdem am Samstag hochladen. Das mache ich auch für die anderen Folgen. Ne? Ja, dann wäre das, würde ich vor allem nicht durcheinander kommen, ne? Zwischen 1 und 7. Dann wäre das jetzt nachher Samstag, ne? Und so ist es jetzt von der Folgenlänge her, also von der Folgen die Nummer 6 halt, ne? Also Donnerstag. Das ist natürlich sehr blöd, wenn Advent ist oder Ostern, ne? Also vor Ostern oder so, ne? Und dann bist du halt Tage im Extremfall zu spät dran, ne? Und bei LS wäre ich dann zu spät. Ich habe nicht getellert. Ja, ich bin drüber gefahren, habe nicht getellert. Ich habe nicht geschaut. So kann man auch die Zeit hinkriegen, ne? Ja. Mal mit so. Wir fahren mal zurück. Ob das so gut ist, glaube ich eher nicht, aber. Lenkung aktiviert? Ja. Hier im großen Ganzen sauber gearbeitet, geht. Schauen wir zum Schluss nach, wie es aussieht mit der. Aber die Ernte war immer noch da, war 90%. Kann ich nicht erklären, warum man nicht auf Null gegangen ist. Normalerweise abgeändert ist, muss Ende sein, ne? Oder jetzt zumindest nach dem Teller, ne? Aber eigentlich habe ich vergessen. Muss ich jetzt zum Schluss mal kurz, bevor ich die aufhöre, mal fertig machen. Ja, Mercedes, du musst halt gewaschen werden, du. Aber ich werde schon müde. Das ist, wenn ich gegessen habe, ist meistens so, dass ich ein bisschen schläfrig werde. Aber heute, das möchte ich jetzt doch noch fertig machen, ne? Wiederum will ich gar nicht schon um halb fünf, ja halb sechs nicht ins Bett, ne? Das ist ja, gestern war ich sehr früh. Sehr früh auf der Couch und später ins Bett. Da hat mir gesagt, ne, jetzt bist du so müde, jetzt brauchst du nicht mehr anfangen. Weil
dann werde ich munter und dann ist es blöd zum nächsten Mal einschlafen. Ne? Und das vermeide ich ganz gerne. Dann, also, das geht ja nicht. Ne? Heute will ich auch versuchen, nicht so früh ins Bett zu gehen. Ich schaue mal, vielleicht noch ein paar Videos bearbeiten. Mal sehen, das kann man ja noch machen. Und für morgen vorbereiten alles, die Aufnahmen. Ja. Also morgen schon wird es schwieriger. Morgen will ich noch einkaufen. Baden. Und dann mal sehen. Aber wie gesagt, ich muss ja morgen keine 7 Folgen machen. Das ist ja auch ausreichend, wenn ich da 3 oder 4 mache. Donnerstag dann nochmal 4 oder 3. Je nachdem. Halt Freitag den Rest. Freitag bin ich ja schon um 12 zu Hause, in Anführungszeichen. Da ja vom Frühschicht bis um 11:45 geht. Und ich ja zum Glück nicht so weit zur Arbeit habe. Ich bin relativ früh zu Hause. Also fahre eine halbe Stunde ungefähr. Dann mache ich meist noch einen Mittagsschlaf. Und dann ziehe ich dafür abends alles fertig. Ne? Dann mache ich noch abends die Bearbeitung fertig. Und jetzt werde ich die Videos. Und mache dann am Samstag Vormittag die Bilder nebenbei beim Hochladen fertig. Ne? Bildbearbeitung. Die möchten ja gerne eine Größe haben von 2 Megabyte, also 1,99 am besten. Bei 2 Megabyte wird auch schon gemeckert. Das klappt dann auch nicht. Und Originalaufnahmen sind einfach zu viel, also 4 Megabyte. Und das brauche ich gar nicht probieren, geht nicht. Nimmt YouTube nicht an. Also muss ich das entsprechend noch ein bisschen bearbeiten, ein bisschen verschönern, ein bisschen vielleicht nochmal ein Symbol reinbringen, mal sehen. Und dann. Wie gesagt, speichern. Das sind bei 21 Bildern, das dauert seine Zeit. Weil auch die Konzentration jetzt im Schluss auch nicht nachlässt. Aber das kann ich sehr gut nebenbei machen. Bevor ich da nur rumsitze. Ne? Ab und zu mal schaue ich auch ein paar Videos auf YouTube. So mal von anderen YouTuber, ne? Das eine oder andere abzuschauen, Tricks, aber auch um mir Hilfe zu holen beim Spielen, ne? Wenn ich was nicht weiß, dann gebe ich Suchbegriff ein und dann hole ich mir dann die entsprechenden Ratschläge, ne? Wenn welche gibt. Ansonsten schauen wir ein, zwei Videos an nebenbei, aber auch andere Videos von YouTube, also. Ja, viele sind jetzt gesperrt, aber wie gesagt, andere, die jetzt anzukommen, mich allgemein ein bisschen zu informieren. Ja, das mache ich so nebenbei. Ein bisschen Nachrichten lesen ja auch noch. Ne? Schade, dass ich nicht nebenbei gleichzeitig alle Videos bearbeiten kann. Das wäre der Idealfall. Da könnte man was anderes machen, im Haushalt oder so. Oder mal ein Nickerchen, ne? Wenn man nachmittags das machen würde, dann kann er ja nebenbei das machen, ne? Aber das geht zwar immer nur ein Video nach dem anderen, ne? Sonst würde ich gleich das nächste machen, das nächste und das nächste. Und dann wären wir ruckzuck durch. Aber nicht wegen mehr Videos machen, sondern wegen halt anderer Tätigkeiten, ne? Zum Beispiel oder andere Spiele zum Testen oder auch zum mal zum Spaß. Und mal ja gucken und testen, was alles so funktioniert, was man noch machen könnte. So, nicht aber das ist jetzt auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Donnerstag. Ja, dann mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, naja, die letzten Meter machen nicht. Das machen wir morgen fertig. Und schauen wir, wenn die Zeit noch passt. Die Restarbeiten. Bist du da oben den ein Stückchen da oben, ne, die Ecke da oben, die großen, die kleinen Flächen nicht, aber die ganz großen, die doch noch nacharbeiten. Also, tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kops mit Rest.
Teller, ne? Oder Gruppe, wie man es auch nennen will. Tschüss und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.